Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu, jawohl, einer weiteren Folge. Wie hieß der Kleine nochmal? Mafia Welcher 2. Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy, er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Sorry. Okay, es tut mir echt leid, aber... Willst du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell. Warum ruckelt es so? traurig. Schade. Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh, ernsthaft? Oh, bitte. Scheiße. Oh Mann, der war wirklich abartig Billy, schlecht. Das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Oh, das war Alter. Du Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Entschuldigung. Gut. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Aha, er war schuld. Er ist okay, mir reingefahren. Wir sind fast da. Ich kann da nichts für. Wo wollen wir hin? Ich hab nicht zu... Schrottplatz? Schrottplatz, ne? Ja. Alles klar. Das Schrottplatz. Ist mein Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Hatte ich vor. Oh, die Autofahrer hier sind so unentspannt. Gott. Mit jedem Scheiß hupen, Alter. Oh. Haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Scheiße, Mike, wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruski. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren. Nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse, das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir, andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito, nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar. Lass dich nicht abhalten. Ah nein, das schöne Auto. Zieh auf die alte Kiste da drüben. Gut, dass die rot ist, sonst hätte ich sie ja nicht gesehen. Mein Gott. Halte L2 gedrückt, um zu zielen. Ja, das hatten wir ja schon. So, ich meine, man konnte die Reifen kaputt schießen und den Tank, ne? Hey, du schießt gar nicht schlecht. Hey, Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Ja, 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 ja. Kein Stress, das musst du da doch... Mist, war noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick mich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Ah, R1 ist nachladen, okay. Gut. Wollen wir mal. Wir müssen ein Auto klar. Oh nein, kann ich mein Auto dann behalten? Wenn ich den jetzt da irgendwo
Stelle. Huch, ist aber rutschig. Mutter Maria. Sorry. Ja, ja. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Handbremse. Das war natürlich so gewollt. Entschuldigung, das auch. Nein, 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 nein. Lass das. Los, fahr hier rechts rein. Na, wie ist es wieder hier zu sein? Gut. Noch besser wäre es, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, der Vorgang von Rasa aufgenommen. Geld allein macht auch nicht glücklich. Ja, kein so ein Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist Sand Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Oh, ich hätte... Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Oh. Da ist das immer noch dieselbe Drecksgegend, Vito. Du hast ja nur ein paar Jahre weg. Es braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Okay. Die mehren sich hier wie die Karnickel. Was soll man machen? Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Die haben jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Die Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist ja scheiße. Oh, verdammt, ist ja toll. Worüber okay. Machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Sag mal, was ist eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen Gegend. Alter! Du flüsterst mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. Leute. Okay. Okay. Ja, doch. Kann sich grafisch auf jeden Fall noch sehen lassen. Sieht ungefähr aus wie die PC-Version von damals. Auf maximalen Einstellungen, glaube ich, ne? Ja, dürfte hinkommen. Das dürfte hin. Auch ein bisschen mehr geschafft hat. Das hat auf jeden Fall. Ich fahre in Zeitlupe. Warum? Hä? Mussten die Texturen gerade nachladen und deshalb hat das. Oh, oh, oh. Okay, das war komisch. Das war komisch. Ich habe noch nicht mal irgendwas gedrückt, glaube ich, ne? Man muss die Texturen echt nachladen. Oder es war eine versteckte Ladesequenz. Irgendwas. Ich sollte nicht so viel reden, sondern mich vielleicht mal auf die Straße konzentrieren. Eventuell. Der cremefarbene Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nicht zieh weg. Wenn es sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn es Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sieh es einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Ja, ja. Alles klar. Wir doch nicht. So, einmal links gucken, einmal rechts gucken. Drüber klettern. Was machst du hier, du Arschgesicht? Hey, lass mich doch. Oh, scheiße. Ach, komm schon. Hey! Hey, was machst du da, du Wichser? Okay. Okay, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Hey, was hat denn die Karre für eine Gasannahme, Alter? Oh, und für eine hässliche Hupe. Oh Gott. Das ist ja zum Kotzen. Oh! Sorry. Ich hoffe. Ah, gut. Ach, der hat einen Schrottplatz, der kriegt ihn wieder hin. Ich muss auch hier rein. Ah. Okay, dieses Auto kommt mit dem Schnee nicht so gut zurecht. Das ist ja ekelhaft. Also, so geil ich dieses Schneesetting auch finde, eben, wie ich jetzt auch vergessen habe, was ich sagen wollte. So geil ich dieses Setting auch finde, bin ich doch auch schon froh, wenn es ab der Hälfte des Spiels Sommer ist.
Weil dann hast du eigentlich wieder eine komplett andere Stadt. Ohne den Schnee grün sieht das hier wieder komplett anders aus. Das ist echt Wahnsinn. Bin ich entkommen? Ja, ne? Ach, das ist gar nicht die Hupe. Da ist die Hupe. Hammer. So, mal hierher. Weg da. So, und dann müssten wir doch eigentlich auch gleich schon da sein. So, was ist das jetzt? Die 40er sind das, ne? Finde ich geil. Also so diese Zeit. Auf jeden Fall. So. Polizei. Mal ein bisschen abbremsen hier. Ich glaube, hier ist nur 30. Oder so. Hat er nicht rechts geblinkt? Will er mich verarschen? Okay, Little Italy. Müssen wir nicht hin. Alles klar. Ja, ich brauche ein bisschen, bis das Auto losfährt. Mein Gott. Gunshop. Okay. Gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen. Warum ist der weggelaufen? Hat der versucht? Hat der versucht, die Räder zu klauen? Hat er nicht, oder? Ha! Doch, hat er echt versucht, die Räder zu klauen. Wurde von uns überrascht. Hm. Muss ich gleich nochmal in der Aufnahme gucken. Oh. Mit dem dreckigen Lappen. Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Alles klar. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. Ja, auch schon bessere Tage gesehen. So, ab nach Hause. Erstmal ein Bierchen auf die 300 Mäuse. So. Ja, cool. So, haben wir unser erstes Geld. Ich sage mal, verdient. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Aber hey, Kohle ist erstmal Kohle. Wir müssen noch irgendwie überleben, ne? Schulden abbezahlen. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Nehme ich doch. Ich bin auf dem Weg. Kein Stress. Na also, hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Naja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben beruhigend. Ich wollte doch mal gucken, wie groß die Stadt ist. Ja, gut. Geht noch, ne? Es geht. Aber es gibt doch, glaube ich, mehrere Stadtteile, oder? Ah, ich glaube, es gibt noch eine Karte. Ja, hast du wahrscheinlich Hey, guck mal, unser Auto ist eingeschneit. Keine Sorgen, das wird schon alles. Ey, das ist ja cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen vorhin. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Ja, finde ich cool. Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkamm hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Oh! Hey, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Alter. Wegen der 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl.
Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen so. Mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Sweet Home Sweet. Nee, Home Sweet Home. Sweet Home Sweet. So, zu Hause. Hey, kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, ja. Deshalb wollte ich auch eine Garage was haben. Was sie mal war, hm? Blitzmerker. Gott. Na. Hallo? Achso. Ja, cool. Ja, cool. Muss ich schon wieder vorgehen? Gibt's doch gar nicht. Dieser Mann ist so unselbstständig, ne? Huch. Ach ja, da war ja noch eine Tür. Entschuldigung. Habe ich glatt vergessen. So, einmal nach oben. Einmal nach... Das müsste hier schon gewesen sein, ne? Ja. Ich glaube... Was ist hier eigentlich? Was zu essen im Kühlschrank. Ach, noch ein Bad. Hast du Hunger, Vito? Nimm dir aus dem Kühlschrank was du willst. Zigaretten. Fotos, Bilder. Bilder, noch mehr Bilder. Ich schlafe auf der Couch in der Küche. Wieso steht die eigentlich in der Küche? Keine Ahnung. Alles klar. Gut, was hat er gesagt? Wir können was trinken und was essen. Bier. Flasche Cola. Oh. Schinken und Käse Sandwich. Mmh. Hammer. Haben wir noch was? Wir haben nur Sandwich zu essen? Egal. Nehme ich. Gefällt mir. Und zum Abschluss. Moment. Achso. Ich wollte doch eigentlich mal ausprobieren. Huch, das ging aber schnell. Ausprobieren, ob wir alles leer machen können. Oh, mal gucken hier. So, Cola ist alle. Du bist wieder bei voller Gesundheit. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Bierchen. Lecker Bierchen. Oh, nehmen wir noch ein Bierchen. Mega. Und das letzte Bier ist auch alle. Huch. Oh, der Kühlschrank ist leer. Was ein schlechter Gastgeber. Unglaublich. So. Wer hat denn unser Wasser ausgemacht? Ich wollte doch jetzt schön mit dem warm gelaufenen Wasser duschen. Da ist nichts mehr zu essen. Haben wir noch irgendwas hier? Ich habe Joey ja vermisst, als ich in Europa war, aber so sehr auch nicht. Ey, ich wollte auch gar nicht. Was ist denn los mit dir? So, hier ins Bett legen. Kapitel 3. Staatsfeind. Was? Joe's Apartment, 10. Februar 1945. Oh, das sieht sehr bequem aus. Nicht. Gut, geh ans Telefon. Liebe Leute, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.